Auf der Orthopädie ist Assistenzarzt Frederik Seehauser im Einsatz. Familie Schäfer nehme ich an, Tochter? Ja, ja. Genau, ich bin die Tochter, okay. Ja. Meine Tochter kennt. Sie waren angemeldet aufgrund der Schulterbeschwerden für die Sprechstunde. Ja, meine Tochter hat mich angemeldet. Ah, so rum war das, okay. So rum war es, genau. Genau, ich habe darauf bestanden, dass ja, wir herkommen. Ja, das hat sie wohl. Ja? Mhm. Erzählen Sie mal, was sind denn die Schmerzen generell? Mein rechter Arm tut so ein bisschen weh, ist jetzt aber auch wirklich nichts Schlimmes. Also ich glaube, Kerstin übertreibt da auch so ein bisschen. Okay, wenn sie mir nur ein bisschen weh tut, dann würden wir die Zeit ja verschwenden. Ja. Ist es ein bisschen mehr? Genau, absolut. Also sie kann den Arm kaum bewegen. Du konntest nicht mal ein Glas Wasser reichen. Ja, also ich reiße auch von der Hand irgendwie her. Ja, Mensch, krieg den Arm nicht mehr hoch. Weg. Also da ist nicht nur ein bisschen. Ich würde mir das ganz gerne einmal anschauen. Dazu einmal, müssen nicht alles gleich ausziehen, ja. Das sind andere Fachabteilungen. Bei mir reicht, wenn sie das blaue einmal ausziehen würden. Ich gucke mir das dann einmal kurz an. Reicht das auch, wenn ich das so runter mache? Weil ich krieg's ja nicht ganz, den Arm nicht so hoch. Also, ja. Also ist es ja doch ja. Ein bisschen. Also die Schmerzen sind schon so stark, dass sie das gar nicht richtig ausziehen können. Ja. Das heißt, also wir haben hier ein Einbußen im alltäglichen Leben. Ich krieg den Arm nicht wirklich hoch und die Hand ist auch ein bisschen kraftlos. Okay. Sie wissen aber schon, sogar zum Beispiel bei Pflegestadien wird man unterteilt, ob man sich selber an- und ausziehen kann. Ne? Also das ist ja schon ganz schön eine Einschränkung. So eine Diagnose durch die Kleidung ist immer relativ schwierig. Deswegen sollte man gerade bei Untersuchungen natürlich den Patienten entkleiden lassen, um etwaige Rötungen oder Schwellungen relativ schnell deuten zu können. Im Fall von Frau Schäfer kam mir einiges zum Vorschein, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Mama, um Gottes Willen, was ist das denn? Was denn? Wie siehst du denn aus überall mit den blauen Flecken Ach, da? Ach du, guck mal einer an. Was ist das denn? Um Himmels Willen, was ist denn da passiert? Das würde ich auch gern wissen. Weiß Papa, wie du aussiehst? Der interessiert sich doch für nichts, außer war ein Schrebergarten. Okay. Ich weiß, ich sehe die auch gerade zum ersten Mal. Ja, zum ersten Mal. Das sieht man ja nicht. Kann ich jetzt nicht erklären. Nein, überhaupt nicht. Okay, gestürzt oder sowas, höre ich gerade Schrebergarten, Gartenarbeit. Ach, da gehe ich gar nicht in den Garten zu meinem Mann. Nee, überhaupt nicht. Das interessiert mich nicht so sehr. Wo kann denn sowas passieren? Ich weiß es nicht. Hast du das noch irgendwo anders am Bein oder was? Ich habe noch nicht geguckt. Der Spiegel im Bad ist da auch so. Ich sehe das doch gar nicht. Okay. Als ob man sowas nicht sehen würde. Also, Herr Doktor. Naja, also eigentlich schon. Das würde man schon. Kurze Frage für mich nur. Die Hämatome haben jetzt aber nichts mit den Schulterschmerzen Nein, an sich zu tun. Nein, das ist was anderes. Okay. Eine ältere Dame in diesem Fall, wie bei Frau Schäfer, die übersät war mit multiplen Hämatomen, das ist schon ziemlich selten. In dem Fall hatten die auch noch einen anderen Altersursprungs. Aufgrund der Verfärbung konnte man es ganz klar absehen, beziehungsweise ablesen. Ich muss immer ganz vorsichtig sein. Hämatome können wirklich überall entstehen. Wenn Patienten aber einen Grund oder eine Antwort verneinen, beziehungsweise hier sich etwas nebulös ausdrücken, dann muss man immer vorsichtig sein, ob hier nicht auch mehr im Argen liegt. Okay. Also was wir auf jeden Fall sehen, Sie haben eine leichte Bursitis. Das ist so eine Art Kapselentzündung. Da sehen wir auch leichte Gelenkeinflüsse Flüssigkeit im Gelenk, die dort ein bisschen viel ist. Warten Sie, das muss noch ein bisschen weg, sonst haben Sie gleich Ihr Top das eingesaut. Frau Schäfer, wir kommen aber an der Stelle so nicht weiter. Ich hatte schon einen kleinen Verdacht. Jedenfalls war es aber so, dass hier einige Fragen noch offen waren. Zum einen bezüglich der medizinischen Abklärung, der radiologischen Untersuchung und zum anderen natürlich zwischen Tochter und Mutter, wo diese ganzen Hämatome herkamen. Wie es für Rentnerin Inge weitergeht, steht und fällt mit den Röntgenbildern. Ihre Tochter will sich das Warten auf die Ergebnisse mit einem Kaffee versüßen, während sich der Ehemann der Patientin gleich nach seiner Ankunft schon wieder auf den Heimweg macht. Kommst du nicht rein? Nee, ich soll hier ihre Büchertasche irgendwie holen, weil es wird für ein paar Tage länger dauern, habe ich jetzt gerade auch mitbekommen. Ja, aber dann warte doch. Willst du hier schon irgendwelche Ergebnisse? Ach, warte das doch kurz ab. Ergebnisse. Ich meine, da wird schon alles okay sein. Wie alles wie gesagt, okay sein? Hast du mal gesehen, wie Mama aussieht? Mit den ganzen blauen Flecken und alles? Hast du das nicht gesehen? Also ich wäre dafür, dass wir jetzt zusammen mal abwarten. Nein, was ich hole jetzt ihre Tasche und dann muss ich auch schon wieder in den Schrebergarten. Ich habe da heute auch noch eine Menge zu tun. Du mit deinem Schrebergarten. Also ich finde, Mamas Wohl geht jetzt mal vor, ne? Ja, aber ihr geht's doch schon mal ganz gut. Ich meine, die konnte mich ja gerade auch schon wieder anmeckern. Also von daher, ja, du machst das schon. Ich mach das schon. Ja, in dem Fall schien der Mann eher mit seinem Schrebergarten, also seinem privaten Hobby, ein bisschen fokussierter darauf zu sein als die Verkündung. Und er hatte auch einen klaren Auftrag bekommen von meiner Patientin, der uns später noch zum Verhängnis werden sollte. Damit Sie kurz im Bild sind, wenn ich offen sprechen darf. Ja. Ihre Mutter leidet unter einem freien Gelenkkörper. Ich habe jetzt schon mal gerade das Skelett geholt und wollte es schon mal zeigen.
Also hier oben haben wir Schultergelenk, was besteht aus einer Pfanne und hier dem Oberarmkopf. Und wenn man sich das jetzt hier schon mal anschaut, sieht man, dass das ein Gelenk ist, wo eine Diskrepanz herrscht zwischen dem Oberarmkopf und der etwas kleineren Gelenkpfanne. Und das Problem bei ihrer Mutter ist, jetzt habe ich hier mal so einen kleinen Tupfer genommen vom Stieltupfer. Das ist in der Verhältnismäßigkeit, stimmt das nicht so ganz, der ist ein bisschen kleiner. Aber sie haben halt schon einen so großen freien Gelenkkörper, dass er eine OP-Indikation hat. Und wenn ich den jetzt hier reintue, dann kann der in verschiedenen Positionen immer wieder das Gelenk blockieren. Und dann kann man sich vorstellen, wenn hier eine knorpelknochenartige Struktur drin ist, ist das eigentliche Gelenk, was hier so eine Kugelgelenk ist oder ein Halbkugelgelenk ist in dem Sinne, nicht mehr frei rotieren. Das kommt zu Irritationen. Das heißt, ich wollte mich nämlich darum bemühen, dass wir direkt morgen einen OP-Punkt bekommen. Wie lange soll das Ganze denn dauern? Die Mädels im Buchclub, die brauchen mich. Es handelt jetzt sich tatsächlich bei Frau Schäfer um einen freien Gelenkkörper, der aber mittlerweile eine solche Größe hat, dass er zum einen eine Operationsindikation hatte und zum anderen hier diese erheblichen Schmerzen verursacht hat, denn der hat sich im Gelenkspalt so verkeilt, dass das Gelenk dadurch gehemmt bzw. blockiert war. Frau Schäfer wollte aber von dem alledem nichts wissen, sondern war ich nur darauf fokussiert, möglichst schnell die Klinik wieder zu verlassen. Wieso die 61-Jährige ihre Verletzungen herunterspielt, wird sich noch überraschend klären. Am darauffolgenden Morgen soll die Rentnerin operiert werden. Doch kurz vor dem Eingriff schrillen bei OP-Schwester Anna die Alarmglocken. So, der Anästhesist kommt auch. Alles okay bei Ihnen? Ja. Ja? Ist cool. Sicher? Ja. Haben Sie eben schon eine Tablette genommen? Nee. Wie, die haben Sie nicht genommen? Nee, das die Tablette von dem Anästhesisten? Nee, brauche ich nicht. Haben Sie gar nicht Nein, genommen? Okay. Sie sind aber sehr fröhlich drauf, ne? Ja, Sie auch, Schwesterlein. Ja, ist ja auch mein Job, ne? Ja. Aber Sie sind schon sehr... Mhm. Ja? Ja. Okay, alles soweit okay. Mhm. Ja, der Anästhesist kommt gleich, der Arzt kommt auch gleich. Anästhesist. Genau. Der kommt gleich. Ich freue mich total auf den Anästhesist. Haben Sie irgendwie was getrunken? Also ich rieche das gerade durch die Maske, rieche ich das irgendwie Alkohol. Echt? Das, ich, hätte ich doch lieber Gin getrunken, den riecht man nicht. Haben Sie jetzt wirklich Alkohol getrunken? Oh, Frau Schäfer, Sie wurden doch aufgeklärt vom Anästhesisten. Ja, aber Sie mussten noch nüchtern bleiben. Nüchtern. Ich bin ja auch überhaupt Sie dürfen nicht nichts essen, nichts trinken und erst recht kein Alkohol. Aber ich bin doch gar nicht betrunken. Ich ja, bin aber ja Sie haben ja noch scheinbar schon etwas getrunken, ne? Es war schon sehr auffällig, wie die Frau Schäfer sich verhalten hat. Als ich dann auch noch herausgefunden habe oder gerochen habe, dass sie Alkohol getrunken hatte, mir war natürlich auch nicht klar, wie viel sie getrunken hat, aber es hat schon sehr stark danach gerochen. Natürlich musste ich dadurch auch die OP abbrechen bzw. gar nicht erst einleiten lassen. Warum die Frau Schäfer vor der OP Alkohol getrunken hat, trotz der Ansage des Anästhesisten, das war mir natürlich ein Rätsel. Doch schon bald gibt es Antworten. Auch auf die Frage, woher all die blauen Flecken der Rentnerin stammen. Als die Tochter der Patientin 3 Stunden später in der Klinik eintrifft, ahnt diese nicht, dass ihre Mutter die Operation hat platzen lassen. Die Tochter. Genau, ist meine Mutter schon fertig? Ja, sie ist schon im Zimmer. Ja, fertig ist so eine Sache. Ich glaube, wir gehen am besten rein. Das besprechen wir hier nicht auf dem Flur. Kommen Sie aber direkt mal mit. Dann schauen wir am besten. Ja. Frau Schäfer. Hallo. Was? Man muss sich das mal vorstellen. Man möchte einen Patienten in seinem Zimmer ganz normal besuchen, beziehungsweise hat hier einen akuten Klärungsbedarf, macht die Tür auf und sieht dann eine Patientin Ü60 cocktailmixend im Zimmer stehen. Das ist natürlich höchst befremdlich, denn Alkohol ist zum einen hier verboten, wir haben hier auch keine Cocktailbar im Haus und zum anderen, aufgrund dieser Problematik, sollte es ja eigentlich Redebedarf geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Frau Schäfer die Dringlichkeit zum einen ihrer Operation, aber auch der präoperativen Vorsorge richtig begriffen hat. Also Frau Schäfer, wir sind nicht alle so gut drauf wie Sie, denn wir müssen ganz kurz ernst über eine folgende Problematik reden. Es war ja eigentlich für heute die OP angesetzt, alles relativ kurzfristig, wir haben uns da Mühe gegeben und dann musste ich aber erfahren von den Kollegen, dass das Ganze abgesagt werden musste. Abgesagt aber nicht von unserer Seite aus und die Problematik bestand darin, dass Ihre Mutter Probleme hatte, wenn ich so offen sprechen darf, mit dem Begriff nüchtern. Nee, also es ist ach, nicht Schatz, zum Lachen, Mama, so, bitte. Bitte, ach kleiner Schatz, schau doch jetzt nicht so. Jetzt kommen wir aber hier rein und jetzt sehe ich hier auch dieses ganze Equipment. Das war falsch. Ja. Ja, das ist toll. Das war auch relativ teuer da. Das wie ist ja teuer.
Was ist das denn? Das soll doch deine Tasche von diesem Buchclub sein, oder nicht? Ja, das war ja, das sieht mir nicht so nach Buchclub ganz, aus. Ja, das mit dem Buchclub war früher, Schatz. So langsam wurde mir klar, mit welchem Fall wir es hier eigentlich zu tun haben. Dass vielleicht gar nicht das Schultergelenk an sich hier primär das Problem war, sondern diese, in Anführungszeichen, Art Midlife-Crisis, die Frau Schäfer da, unter der Frau Schäfer litt. Denn diese ganzen Versuche, jung und elanvoll zu wirken, waren ja eigentlich nur Ausbrüche aus ihrem Alltag, die sie so lange jetzt nicht mehr ertragen hat. Und die haben letztendlich zu ihrer eigentlichen Problematik, aufgrund dessen sie ja hier bei uns auf der Orthopädie war, geführt. Das ist viel lustiger als... Und ihr Mann, der hat ihn das ja alles jetzt nichts ahnen quasi gebracht. Der hat ihn einfach nur eine Tasche gebracht und da war... Der dachte also wahrscheinlich da sein Papa Bücher drin. Der interessiert's doch überhaupt nicht. Der ist doch immer nur im Schrebergarten. Ob ich jetzt da bin oder nicht, oder Cocktails mische oder eben Kickboxe oder nicht, das ist dem doch völlig egal. Gut, dann mixt er halt ab und zu ein paar Cocktails, aber doch bitte nicht im Krankenhaus und vor einer Operation, ja, Mama. Also ja, du hast recht, aber ich war so... Frau Schäfer, ganz kurz, das mit dem Kickboxen haben Sie jetzt einfach nur so als Stilmittel der Übertreibung benutzt, oder? Ja, also ich bin hier völlig von den Socken von den Cocktails. Was haben wir denn mit Kickboxen jetzt genommen? Ja, da habe ich auch mit angefangen. Überraschung, kleiner Schatz. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Wie Kickboxen? Kickboxen, das ist wie Kickboxen, Boxen, nur mit Treten. Sind wir wieder 18? Ja, ganz genau. Ja. Ich bin wieder 18, weil ich gehöre noch längst nicht zum alten Eisen. Die multiplen Hämatome von Frau Schäfer, diese ganzen blauen Flecke, die sie überall hatte, ja, die kamen somit also vom Kickbox-Training. Ja, dieses Kickbox-Training kann auch dazu geführt haben, dass sich so Gelenkkörper oder Osteophyten, die in den Gelenkspalt hineinragen und an der Gelenkpfanne sitzen, abbrechen, zum Beispiel bei Stürzen oder starken Schlägen in diesen Arealen. Und dann durch dieses Cocktailmixen und durch diese Vibration im Schultergelenk kann es dazu führen, dass diese Fremdkörper sich dann so verkeilen im Gelenkspalt, der sowieso ohnehin schon relativ wenig Platz hat, dass es dann zu dieser Blockade kommt und dass der Arm zum Beispiel nicht mehr über 90 Grad gehoben werden kann, außer unter starken Schmerzen. Ich möchte nicht mit Sabine irgendwie Topflappen stricken oder mit Claudia Makramee-Ampeln machen. Das ist nicht meins. Ich bin jünger als die anderen. Die anderen sind mir zu alt und ich möchte einfach nicht alt sein. Ich möchte das nicht. Ja, Frau Schäfer, das ist ja auch vollkommen klar. Dafür hat ja sicherlich jeder Verständnis. Das heißt aber nicht, dass man sich fahrlässig Risiken entgegensetzt beziehungsweise... Ja, da mit offenem Auge quasi reinläuft. Und das ist zum Beispiel so ein Risiko. Alkohol von Operationen ist ein No-Go. Ja, dieses Kickboxing, ich glaube, ich würde Ihnen da auch eher zu einer Fitnessform raten als zu einer Konfrontationssportart, ja. Ihrer Gesundheit zuliebe will Inge den ärztlichen Rat befolgen und in Zukunft Yoga statt Kickboxkurse besuchen. Die Schulter-OP war letztlich ein voller Erfolg. Nach 4 Tagen Klinikaufenthalt und einer Aussprache mit ihrem Ehemann wurde die Rentnerin entlassen.